Anfang, als ich hierher gekommen bin, war die Halle noch relativ leer und ich habe mir gedacht, Mensch, wissen die Kolleginnen und Kollegen hier von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt nicht, wie ernst die Bedrohungslage ist. Ja, heute haben wir im Rahmen der Stahlaktionswoche der IG Metall eine Betriebsversammlung gemacht, eine zusätzliche, mit Beteiligung von 5 anderen Betrieben. Zu den Themen der Billigimporte, die wir aus China momentan haben, und natürlich zum CO2-Emissionshandel, um hier ganz einfach ein Zeichen zu setzen, also auch die Öffentlichkeit aufmerksam darauf zu machen, wie standortgefährdend das Ganze für uns ist und wie gefährlich das Ganze auch für die europäische Stahlindustrie insgesamt ist. Wir haben 2 Bedrohungslagen. Die eine ist akut, man merkt es, es werden in Europa Stahlwerke zugemacht in nicht geringer Anzahl. Das hängt damit zusammen, dass wir mit chinesischem Stahl nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die Chinesen können den Stahl auch nicht so billig produzieren, wie sie ihn verkaufen. Wir auch nicht. Wir leben in einer Marktwirtschaft. Die andere Bedrohungslage ist, dass die europäische Stahlindustrie und nur die europäische Stahlindustrie sonst nirgends in der Welt Emissionsrechte kaufen soll für CO2. Das wird sie vermutlich nicht in die Lage versetzen, weiter zu investieren. Und die europäische Stahlindustrie wird deutlich schrumpfen. Wie weit ist denn das Land Niedersachsen bereit, auch mal Druck in der Politik zu machen? Jetzt ist natürlich auch die Politik mal gefragt, eben diese Arbeitsplätze in dieser Region hier aufrechtzuerhalten. Am Standort Salzgitter haben wir knapp 6.000 Beschäftigte und wir haben um die 400, 450 Auszubildende. Und das wären halt Arbeitsplätze, die wegfallen würden. Ja. Und dann ist es auch eine Verantwortung, auch als Interessensvertreter, auch als Gewerkschaft natürlich gegenüber unseren Kollegen. Das fängt ja schon bei dem Friseur, Bäcker und bei dem Einzelkaufhandel an und da bei den ganzen Zulieferern und. Also da hängen ja Tausende, Abertausende von Arbeitsplätzen dahinter. Und da sehe ich jeden von uns Einzelnen schon in der Verantwortung, da mitzuziehen, um weiterhin die Arbeitsplätze hier zu sichern. Und ich glaube auch, dass man gemeinsam was erreichen könnte. Der Emissionshandel dient ja dazu, dass man CO2-Einsparungen vornimmt. Das ist auch völlig richtig, das unterstützen wir auch. Aber es muss unter gewissen Vorgaben passieren, die auch realistisch umsetzbar sind. Ich finde, dass die Stahlindustrie in Europa und auch hier in Deutschland, auch in Salzgitter, sehr gut aufgestellt ist, weil sie schon am Rande ihrer technischen Möglichkeiten CO2 reduziert hat. Und da ist eine weitere Reduzierung eigentlich nur unter ganz schwierigen technischen Bedingungen möglich. Eigentlich agieren sie schon vorbildlich. Deutschland hat ja auch in den letzten Jahren immer damit geglänzt, durch Innovationen und eben auch durch Verbesserung von Techniken genau zu zeigen, dass eben Produktion und Umweltschutz sehr wohl Hand in Hand gehen können. Wir produzieren hier schon den umweltverträglichsten, klimaschonendsten Stahl hier in Europa, insbesondere in Deutschland. Würden wir das hier aufgeben, dann ist es nur an andere Regionen der Welt verlagern und dort wird unter Umständen schmutziger Stahl hergestellt. Daran kann ja kein Interesse haben. Wir können nicht sagen, wir betreiben CO2-Minderung dadurch, dass wir in Deutschland die Stahlindustrie abschaffen. Ja, hätten wir CO2 eingespart, aber an anderer Stelle würden mehr CO2 rausgebracht. Zertifikatehandel kann nur erfolgreich sein, wenn ihn andere Staaten und Länder auch unterschreiben. Was haben wir jetzt für eine Situation? Dieses Kyoto-Abkommen über die CO-Zertifikate haben, glaube ich, 127 Länder unterschrieben. Aber wer nicht? China nicht, Russland nicht, Amerika nicht. Und diese Staaten, die das nicht unterschrieben haben, sind die klimaschädlichsten, die es überhaupt gibt. Wir sehen in jedem Bericht über China die Menschen mit Staubmasken und Filtermasken durch die Städte laufen. Und wenn ich mich jetzt hier umgucke, hier hat der Willy Brandt vor vielen Jahren mal gesagt, der Himmel über der Ruhr wird wieder blau werden. Wir haben einen blauen Himmel. Wir sind für saubere Energie, wir sind auch für eine saubere Umwelt. Das ist absolut wichtig, da stehen wir als IG Metaller dahinter. Es ist so, dass sehr viel unsere Unternehmen auch investiert haben auf Druck der Gesellschaft, natürlich auch von uns Gewerkschaften. Wir wissen auch, dass die Arbeitsschutzbedingungen in China zum Beispiel völlig andere sind als hier in Europa und in Deutschland. Ich glaube nicht, dass da Tarifverträge gleicher Form gelten wie bei uns. Und von daher gesehen, denke ich mal, hat das nicht nur eine umweltpolitische, sondern auch eine sozialpolitische Dimension. Wir kämpfen hier in Europa für Stahl und andere Industrien. Und da sind unsere Europapolitiker gefragt. Unsere Aufgabe ist es jetzt, mit allen Kolleginnen und Kollegen in der Eisen- und Stahlindustrie dagegen zu halten und deutlich zu machen, dass das mit uns nicht geht. Deswegen werden wir den Schulterschluss auch hinkriegen mit den anderen Stahlunternehmen hier bei uns. Wir Vertrauensleute, wir Belegschaften und werden uns gemeinsam wehren. Hallo, für den Erhalt der Stahlindustrie. Ich glaube, wir müssen uns den Stahl nicht verlieren. Ne?
In den Köpfen der Leute hatte Stahl immer einen großen Wert. Also ich würde sagen, keiner kann sich den wegdenken, gerade aus Duisburg. Die Leute fragen einfach, ja, Thyssen kann doch nicht zumachen, ist doch so groß. Und dann klären wir die Leute hier auf und dann sind sie schon geschockt. Sie wissen gar nicht, dass die Stahlindustrie kurz vorm Aus ist. Wenn die Gesetze, die die EU vorbereitet hat, in Kraft treten, wie gesagt, werden Tausende von Arbeitsplätzen verschwinden. Hier in Duisburg sind alle an Stahlarbeitsplätze gebunden. Das heißt, hier sind über 20.000 Beschäftigte im Stahl. Wir haben schon sehr hohe Umweltschutzauflagen. Unsere Produktionsanlagen sind im Verhältnis zur Welt die saubersten, die es überhaupt gibt. Ist ein Ausstoß da, das ist keine Frage. Sollten wir aber die Tonnage zurückfahren, werden sie in anderen Ländern hochgefahren. Stahl wird wichtig bleiben, Stahl wird immer gebraucht. Stahl ist ein Zukunftsmaterial, das ist öfter schon bewiesen worden. Wenn man sich umguckt, von Autos angefangen, in Maschinenbau, in allen möglichen Produktionsbetrieben wird Stahl verbraucht. Und Stahl ist ein Wertstoff, der entsprechend auch wiederverwendbar ist und umweltfreundlich ist. Es ist halt die Stahlindustrie, die durch Verbesserung zum Beispiel Autos leichter macht und somit CO2-Ausstoß verringert. Es ist nicht nur die Produktion, sondern auch das Folgematerial. Die haben wir verabschiedet, wo alle Punkte da nochmal drinstehen. Stahl ist Zukunft. Man braucht halt Stahl, um die Zukunft zu gestalten. Stahl ist auch grün. Stahl ist recycelbar. Man braucht zum Beispiel, um Windräder herzustellen, braucht man eben Stahl. Das wollten wir nochmal transportieren. Die Jugend hat natürlich die Zukunft auch dargestellt. Wir haben knapp 600 Auszubildende hier an der Saar in den Stahlunternehmen. Ich denke, das ist auch eine eindeutige Botschaft. Wenn wir diese Stahlindustrie in Deutschland sichern wollen, müssen Menschen in den Betrieben sich bewegen, müssen die Beschäftigten der Stahlindustrie, auch die junge Generation, für ihre Zukunft kämpfen. Aber nicht nur im Stahlbereich, sondern auch in der Automobilindustrie, im Maschinenbau. Das, was der Stahl heute erlebt, könnte morgen auch andere Industriezweige treffen. Und was wir mit den Chinesen diskutieren müssen, das weiß die Automobilindustrie auch, ist Gegenseitigkeit. Wenn europäische Unternehmen in China die gleichen Bewegungsmöglichkeiten haben, die chinesische Unternehmen auf unserem Markt haben, dann haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Solange das nicht der Fall ist, sind die Wettbewerbsbedingungen nicht erfüllt. Das gilt für den Stahl, das gilt aber auch für andere Branchen. Am Ende des Tages entscheidet die Bundesregierung und auch das Europäische Parlament mit dem Ministerrat in Europa über die Frage, wie findet der Handel über Zertifikaten CO2 statt und wie beurteilen wir China als Freihandelspartner. Da brauchen wir politische Mehrheiten in den Parlamenten. Wir leben ja in einer Demokratie. Die Politiker sollen ja Politik für die Menschen machen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass sich die Leute und jeder Einzelne einbringt. Egal, ob jetzt Belegschaftsmitglied oder Bürger des Saarlandes, Deutschland oder Europa. Ja, Solidarität ist und bleibt der Schlüsselbegriff. Nur wenn wir uns gegenseitig helfen, sind wir stark. Wenn jeder für sich alleine vor sich her arbeitet, wird er feststellen, dass er sehr schnell am Ende ist und sozusagen von der Übermacht des globalen Marktes erdrückt wird. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir die IG Metall haben. Das ist ja völlig klar, dass eine starke Arbeitnehmerschaft, die solidarisch zusammensteht und nach außen zeigt, dass sie gewillt ist zu kämpfen,
natürlich Druck ausübt und das ist gut. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft ein Mehr an starken Gewerkschaften brauchen und dass wir ein Mehr statt ein Weniger an Mitbestimmung brauchen, wenn wir den Wirtschaftsstandort hier in Deutschland nach vorne bringen wollen. Stahl ist ökologisch, Stahl ist Hightech, Stahl ist sozial, Stahl ist demokratisch, Stahl ist Zukunft.